Frage beantworten werde, wenn Sie Antwort vergeben, natürlich für diese Begriffe von unserer Amtsleitung bedanken, dass Sie heute da ist, auch Herr Minister Marat und der Herr Robert Schreiner. Entschuldigt hat Sie der Herr Bernhard Freischäger von den Grünen, danke. Sollen wir alle da sein? Gut, ich darf die Beschlussfähigkeit feststellen und auf den nächsten Punkt machen, Bericht des Bürgermeisters. Ich war Ihnen für die Berichten. Wir haben Besuch aus Irak gehabt, und zwar aus unserer Partnergemeinde. Diese wurde auf Initiative von Herrn Diplom-Ingenieur Huber von der PARE in Angriff genommen. Es sind drei Vertreter aus der Gemeinde Irak gekommen, der Bürgermeister, der Direktor und noch ein Vertreter. Die sich uns ein paar Einrichtungen, gemeindliche Einrichtungen angeschaut haben und wo es auch gemeinsam mit der PARE ein Vorhaben gibt, dass ein Park errichtet wird in Ilok und wo die Firma Mikro und die Firma Kochhaus Bäume noch dann dazu bereitstellen werden, und dieser Park wird voraussichtlich im Juni noch eröffnet werden, wo dann alle herzlich eingeladen sind, bei einer Fahrt dann teilzunehmen. Des Weiteren hat es vergangenen Freitag die Eröffnung unseres Jugendhauses gegeben, im ehemaligen Bundesstadt stattgefunden. Sind da einige Vertreter da gewesen von der Gemeinde, aber auch Nachbarn, die geladen wurden. Man muss dazu sagen, du und ich, das ehemalige Café, man hat im Vorfeld natürlich mit den Nachbarn auch schon gesprochen und hat eben das Einvernehmen gesucht. Aus dem Grund ist noch dann dieser Standort auch zustande gekommen, nachdem man gesagt hat, wir haben eine gute Übereinkunft auch mit den Nachbarn getroffen und glauben, dass dieser Standort passt. Dort findet eine betreute Jugendarbeit statt und es sind im Schnitt, so wie die Dienstleute dort gesagt hat, 15 bis 25 Jugendliche im Schnitt, die sich dort immer wieder auffinden. Ja, dann gibt es auch noch der Abwasserverband hat eine Sitzung noch abgehalten. Positiv zu erwähnen ist, dass dort auch es einen positiven Rechnungsabschluss gegeben hat. Das heißt, es sind über 100.000 Euro sind dort am Guthaben verbucht worden. Und da gilt ein großer Dank an unseren Geschäftsführer, den Ingenieur Johann Günther, der sich wirklich sehr fleißig und bemüht einsetzt, dass er dort auch sehr sparsam diesen Abwasserverband in seiner Funktion als Geschäftsführer leitet. Vor gut einem Jahr haben wir dort eine Photovoltaikanlage errichtet, eine 40 kW-Anlage. Die hat sich mittlerweile, hat man gesehen, ist die zu 100% ausgelastet. Das heißt, also der Strom, der dort von der Photovoltaikanlage produziert wird, die wird auch zu 100% auch gleich in die, von den dortigen Maschinen und Pumpen halt auch dann auch verbraucht. Und man kann davon ausgehen, dass sich die Anlage also in wenigen Jahren noch dann amortisiert. Die Anlage selbst ist seinerzeit aus 100% Eigenleistung, Eigenmittel finanziert worden und ist natürlich besser gewesen, wenn man gesagt, wenn wir schon das Geld haben, bevor es auf dem Banksparbüchel oben liegt, wo man nur 0,2% oder 0,25% bekommt, ist es geschickter, wenn man dann dieses Geld so investiert, und das haben wir im Abwasserverband auch so durchgeführt. Wichtig ist auch noch zu sagen, Kreisverkehr ist ja seinerzeit von allen Gemeinderatsmitgliedern abgestimmt worden, dass wir den eben umsetzen. Mittlerweile hat es auch die Ausschreibung schon gegeben. Die Ausschreibung hat soweit stattgefunden, dass sie noch dann auch geöffnet worden ist in der Landesregierung. Dort hat man dann auch einen Bestbieter beziehungsweise einen Billigstbieter herausgefunden, und man hat jetzt die ersten Gespräche mit diesem Billigstbieter auch schon aufgenommen, und voraussichtlich wird der Kreisverkehr noch dann wird man im Juni beginnen mit dem Umbau. Und zwar war die Überlegung jene, dass man eben in die Zeit reinkommt, wo kein Schulbetrieb ist, weil sonst noch dann wahrscheinlich noch mehr Verkehrschaos entstehen würde, weil die Bauzeit doch einige Monate in Anspruch nehmen wird. Man geht davon aus, dass man die Hauptbauzeit noch dann im Juli, August haben wird, wo dann auch weniger Verkehr ist, und dementsprechend macht es mehr Sinn, wenn man es jetzt direkt umsetzen würde.
Ja, das war der Bericht vom Bürgermeister. Und somit kommen wir auch schon zur Fragestunde. Ich darf um eure Fragen bitten. Gibt's Fragen? Bitte. Ja, Stefan. Ich habe zwei Fragen mitgebracht, die mich der Bernhard Freitecker, der heute leider nicht da sein kann, gebeten hat zu stellen. Die erste Frage, die er mir geschickt hat, ist, warum der Rechnungsabschluss genau einen Tag nach der Gemeinderatswahl verfügbar war, weil er von ein paar Wählern angesprochen worden ist, dass die das gerne vor der Wahl noch gesehen hätten. Ich muss jetzt aber noch fragen, der Buch hat dann, was jetzt eine Sache war. Es hat einfach eine gewisse Zeit bedurft, dass man einfach einen Zeitpunkt aufhaben soll. Ja, kann ich dazu nicht mehr sagen, glaube ich. Seine zweite Frage war ebenfalls aus dem gleichen Grund, dass einige Wähler sich ihm gegenüber geäußert haben, dass sie gern noch eine Gemeinderatssitzung gesehen hätten vor der Gemeinderatswahl. Warum hat es im ersten Quartal, wie eigentlich vorgesehen, keine Gemeinderatssitzung gegeben? Im ersten Quartal, wir haben jetzt den Februar, März, April noch danach, ja, vor allem aufgrund dessen, weil der Rechnungsabschluss noch nicht fertig war, gesagt hat, wir werden zwei Sitzungen machen, nachdem man sieht, wie viele Tagesordnungspunkte halt in der oben sind. Von der Effizienz her ist es besser, wenn wir eine Sitzung machen, und das ist halt leider dann mit der Wahl zusammengefallen, und aus dem Grund hat man das nachher angesetzt. Danke. Bitte. So, weitere? Zum Fragen. Die Frage, dass der Pitch Martin hat, ich glaube, schon angesprochen, den Rückhaltebecken, ob ja. Die jetzt noch anbauen können oder was? Nein, aber das ist schon geklärt. Anfangen können Sie? Ja, sind das schon geklärt. Ich habe mit dem Martin schon gesprochen, und er hätte nur gern schriftlich von unserer Seite heraus. Wir können insofern im Augenblick noch schriftlich herausgeben, weil der zuständige Planer, der Herr Diplom-Ingenieur Zach, die Detailplanung macht, und von dem ist es abhängig, wann jetzt die Detailplanung fertig ist, wenn man sagen kann, ab wann, welchen Zeitpunkt wir beginnen können jetzt mit dem Bauer. Aber es wird auf jeden Fall Rücksicht darauf genommen, dass die Bauernschaft ihre Ernte einfahren kann und erst danach wird mit dem Bau des Rückhaltebeckens bekommen werden. Aber schriftlich habe ich es noch nicht geben können, weil eben die Zusage von Detailplanung noch nicht gekommen ist. Bitte, weitere Fragen? Okay. Gut, dann kommen wir dann kurz nach. Bitte. Also in Beantwortung von Herrn Feil vor der letzten Fragestunde. Ja. Hochwasserbecken. Und die drei Beschlüsse, was ich gefragt habe. Ja. Nein, dass er einstimmig war, die Beschlüsse, darum ist es gegangen. Ja. Ja. Von dem her. Ja, selbstverständlich waren sie einstimmig. Ja, es hat. Gibt es noch weitere Fragen? Weil jetzt kommen wir zur Beantwortung der offenen Fragen. Keine? Okay. Gut, bei der letzten Sitzung ist gefragt worden, und zwar vom zweiten Vizebürgermeister Hellenreich, ich glaube, der sei von mehreren Anrainern an der Bahnhofstraße angesprochen worden, auch für den Umbau bzw. teilweise Rückbaumaßnahmen mit der ebenerdigen Ausführung der Bahnhofstraße ein Gemeinderatsbeschluss notwendig sei. Und hiermit beim Bauamt habe ich nachgefragt, was dort gemacht wurde, und es sind dort Baumaßnahmen erfolgt, und zwar aufgrund dessen, weil das Land Planungsfehler gemacht hat bei der seinerzeitigen Planung, und der ÖBB-Bus eigentlich dort gar nicht fahren hätte dürfen, weil es keine richtigen Ausweichstationen gegeben hat, und dass diese Baumaßnahmen alle vom Land bezahlt wurden. Dann gibt es noch eine Frage. Bitte. Gut. Da gibt es einen Erweiterungspunkt. Bitte. Eine Frage war noch offen. Ist noch eine Frage? Die zweite Frage von Vorstandsmitglied Wiesenhofer. Was war das schon? Sagt im Vorschlag 2014 sei die Beauftragung an Kanal 3 nicht beinhaltet. Der Bürgermeister sagt, er werde das in der nächsten Sitzung beantworten. Ja, da gibt es die Voranschlagstelle 015, die Öffentlichkeitsarbeit, und alle Tätigkeiten, die dort beauftragt werden, befinden sich in diesem
In diesem Buch. Danke. Entschuldigung. Gut, bevor ich weiterfahre, möchte ich mich recht herzlich bedanken von der Gemeinschaft Frau Renate Breiter, die war so hier gesetzt, die Menschreise stammt von ihr, nachdem sie die letzte Gemeinderatssitzung in der Information sozusagen ist. Ich glaube, es ist ein recht netter Zug gewesen, so recht herzlichen Dank. Ja gut. Bevor wir in die Tagesordnung gehen, gibt es einen Punkt der Erweiterung, und zwar würde es da gehen um die Zustimmung zur Krankverschlechterung einer Dienstbarkeit. Da habt ihr es mittlerweile schon erhalten. Geld und Fahren mit Fahrzeugen aller Art zugunsten der Martin und die Bob auf dem Wunschstück Nummer 1764-1 und 1771-3 KG die Bob. Wenn Sie damit einverstanden sind mit dem Erweiterungspunkt, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. So, die Tagesordnung. Erster Punkt, Genehmigung und Verfertigung des Sitzungsprotokolls. Es hat jetzt zwei Einwendungen gegeben, einmal von Herrn Gerhard Kreisheffer und einmal von Herrn Steffen Heldenheim. Wir haben beide Einwände aufgenommen ins Protokoll und ich stelle den Antrag der Gemeinderat nur die Ergänzungen vom 2.40. von Herrn Hellenreich zum Protokoll zustimmen und dies in das Protokoll aufzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Des Weiteren stelle ich den Antrag der Gemeinderat nur die Ergänzung vom Gemeinderat Donschner-Breitbecher zum Protokoll zustimmen und dies in das Protokoll aufnehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Dankeschön. Und jetzt zum Schluss. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge das Protokoll mit den erwähnten Ergänzungen beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, einstimmig. So, dann darf ich die Schriftführer oder bitten, dass Sie zu mir kommen und das Protokoll verfertigen. Bitte, nach dem Lädes zuerst. So, ich darf mich recht herzlich bedanken. Es hat am nächsten Tag zwei Regelungsabschluss 2014. Es ist ein Bericht des Prüfungsausschusses und auch die Beantwortung zum Rechnungsabschluss. Das wird auf die Leinwand gebildet. Können Sie es alle durchlesen? Mm-hmm.
Gut, seid ihr mit dem Blutlesen fertig? Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2b, Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses. Da gibt es Erläuterungen zum Rechnungsabschluss. Ich darf ausführen, der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 kommt wie folgt.